Wir haben nun hier den Bereich der Showrooms unserer Supporter angeklickt auf der Startseite und diese Seite ist sowohl öffentlich als auch im eingeloggten Bereich verfügbar. Die Idee ist, dass wir eine Art Showroom speziell für den InnoTalk zu dem jeweiligen Fokusthema haben von den Supportern. Man hat also die Chance, mit wenigen Klicks immer die Inhalte des Showrooms, und ich zeige Ihnen das mal im Beispiel InnoForm, auszutauschen. Also ich spreche im Moment hier von diesem Regal hier oben. Sie können also hier reinstellen, was Sie wollen, entweder ein Video verlinken oder ein PDF-Download machen oder woanders hin verlinken. Es gibt dann so ein Hintergrundbild, damit das Ganze auch optisch ein bisschen aufgelockert da erscheint. Wir haben hier unten einen Beschreibungstext, was die Firma überhaupt macht, und dann natürlich in der Mitte hier die Kontaktpersonen. Bei dem Matthias ist das die Prüfexpertise, die ihn hier befähigt, dabei zu sein, und bei mir ist es eben mehr so der Vertrieb. Sie haben die kompletten Kontaktdaten hier wieder, einschließlich Telefon, aber auch Download der Kontaktdaten in Ihr Adressbuch, wenn Sie mögen, Outlook oder was auch immer Sie benutzen. Und Sie sehen, dass bei mir hier ein Icon mehr eingeblendet wird. Das liegt daran, weil ich hier auch aus Testzwecken einen Internetkalender freigegeben habe, wo Sie mit mir direkt einen Termin buchen können, um zum Beispiel über das InnoTalk-Konzept einmal zu sprechen. Dieser Internetkalender ist verknüpft mit meinem privaten Kalender, mit InnoForm-Kalender, Evima-Kalender und was man so hat, Ferienkalender, und schaut jetzt nach, wo habe ich freie Termine. Und wenn Sie zum Beispiel hier am 30. mit mir einen Termin vereinbaren wollten, weil Sie da auch Luft haben vielleicht, dann gucken Sie mal, aha, in der Zeit hat Schröder also noch eine 45-Minuten-Slot frei. Dann nehmen wir mal hier den letzten nach dem Mittagessen oder Vormittagessen, je nachdem, in welchem Bereich Sie sich da betummeln, sagen bestätigen. Dann haben Sie, verraten Sie mir noch eben Ihren Namen, geben Ihre E-Mail-Adresse ein. Das ist wichtig, damit diese Software Ihnen dann den Terminseinladungen per Teams schicken kann. Und wir werden dann gemeinsam ein kurzes Teams-Meeting haben und die Dinge besprechen, die Sie besprechen wollen und die ich Ihnen vielleicht auch gerne zeigen möchte, je nachdem, was Sie hier auswählen. Ich freue mich auf Sie, nutzen Sie das Tool, macht mir Spaß, kommen jede Woche neue Termine rein und dafür bin ich da.